Heute mache ich ein Video über das Thema Angst vor Binge-Eating. Das heißt, viele Frauen, darunter eine, die mir auch geschrieben hat und für die auch dieses Video ist, haben Angst, dass sie durch diese Phase der Recovery anfangen zu bingen und in eine Binge-Eating-Disorder, in eine Binge-Eating-Essstörung verfallen. Und diese Angst ist auch total berechtigt und die hatte ich auch. Und deswegen finde ich es jetzt auch sehr wichtig, darüber zu sprechen, was ich noch gar nicht getan habe, weil es mir nicht so bewusst war, wie wichtig dieses Thema auch ist. Und das möchte ich jetzt nachholen. Also, Binge Eating. Was ist Binge Eating? Binge Eating ist ja eine Essstörung. Das heißt, es finden auch psychische Prozesse statt, warum man isst, warum man sich überisst. Und wenn diese Prozesse nicht bearbeitet werden, dann ist es schwierig, aus dieser Essstörung auszusteigen. Was ich damit sagen will, ist, dass Recovery und Extremhunger nichts mit einer Binge-Eating-Essstörung zu tun haben, auch wenn es sich komplett gleich anfühlt. Es fühlt sich an wie ein immerwährender Essanfall. Ist es in der Recovery aber nicht. Beziehungsweise ist ja meine ganz klare Meinung, dass wenn der Körper zu viel für unseren Kopf, für unser Ego zu viel essen möchte, dann ist es nicht zu viel, sondern dann ist es seine Art, sich selbst zu retten. Das sind Essanfälle. Ich habe dazu auch einen Blogbeitrag auf meiner Website, auf meinem Blog ina-freiheit.de gemacht. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Bei der Binge-Eating-Essstörung ist es ja so, dass ein restriktives Ess- oder Denkverhalten vorhanden ist, dass ich mir nicht wirklich erlaube zu essen. Ich erlaube es mir nicht und tue es doch mit einem schlechten Gewissen. Ich gebe mir nicht die vollumfängliche Erlaubnis zu essen. Solange das so ist dieser Gedankenstrudel immer der gleiche. Ich erlaube mir nicht zu essen und die Gegenreaktion ist, ich esse, weil ich zum Beispiel den Gedanken habe, ich esse heute noch und lasse los, weil morgen geht es ja dann wieder normal weiter. Oder weil ich sage, es ist auch egal, ich esse jetzt und das ist das Einzige, was mir noch helfen kann. Ich kann nicht mehr, ich bin zu schwach, ich bin zu dumm, nicht gut genug, ich schaff's eh nicht. Dann kann ich jetzt auch essen, jetzt ist eh alles egal. Also ist es sehr wichtig zu differenzieren. Essen in der Recovery heißt loszulassen, komplett loszulassen und meinen Extremhunger stillen zu wollen, diesen Hunger anzunehmen, ihn in den Arm zu nehmen, zu verstehen, dass dieser Hunger, der kommt, mein absoluter Überlebensinstinkt ist, der Überlebensinstinkt meines Körpers. Sich darüber zu freuen, dass mein Körper leben will, dass mein Körper all das aufholen will, was er über all die Jahre nicht bekommen hat. Ihn zu lieben und ihn willkommen zu heißen. Und das kann ich nur, indem ich meinem Körper vertraue. Das tue ich mit jedem neuen Tag, an dem ich esse, immer mehr. Indem ich ihm vertraue und weiß, dass es normal ist und das zulasse und mein komplettes Mindset verändere, indem ich wirklich komplett für diesen Hunger bin und verstehe, dass dieser Hunger mich retten wird, dass dieser Hunger gut für mich ist, dass er nicht gegen mich ist, sondern dass er für mich ist. Und wenn ich das tue, wenn ich mir die bedingungslose Erlaubnis gebe zu essen, dann kann dieser Hunger gehen, wenn ich ihn stille. Aber nur dann. Ins Binge-Eating verfalle ich dann, wenn ich mir nicht diese bedingungslose Erlaubnis gebe, wenn ich vielleicht auch in einer Quasi-Recovery stecke, dass ich, warum auch immer, immer noch restriktives Gedankengut habe, dass ich dieses Gedankengut noch nicht losgeworden bin, dass ich Angst davor habe, loszulassen, dass ich loslasse und mich dann wieder festhalte an dieser Restriktion, an diesen restriktiven Gedanken, von denen ich eben gesprochen habe. Deshalb
kann ich beruhigen. Ich kann euch sagen, habt keine Angst loszulassen, wenn ihr richtig loslasst, wenn ihr euch diese bedingungslose Erlaubnis gebt in einer quasi Recovery stecke. Das heißt, dass ich mir eben nicht diese bedingungslose Erlaubnis gebe. Das heißt, dass ich immer noch restriktives Gedankengut habe, dass ich dieses Gedankengut noch nicht losgeworden bin, dass ich Angst davor habe loszulassen, dass ich loslasse und dann wieder und mich dann wieder festhalte an dieser Restriktion, an diesen restriktiven Gedanken, von denen ich eben gesprochen habe. Dieses ich lass los, nein, ich kann nicht loslassen. Ich lass los, nein, ich kann nicht loslassen. Und das heißt ja auch, in dem Moment, in dem ich sage, ich kann nicht loslassen, fange ich ja auch an, wieder weniger zu essen, als mein Körper es braucht. Ich bremse mich. Wenn ich mich nicht bremse, wenn ich einfach über Tage oder vielleicht sogar Wochen meinem Körper genau das gebe, was er braucht und diesen Extremhunger stille, dann versteht er, dass ich zu 100% möchte, dass er gesundet, dass er heilt. Dann bekommt er all die Energie, die er braucht, um gesund zu werden. Und dann kann er loslassen, dann kann er dir vertrauen. Das ist essentiell. Erst wenn er versteht, dass die Hungerphase vorbei ist, kann er seinen Stoffwechsel ankurbeln und er kann die überschüssige Energie loswerden. Er kann das ganze Wasser loswerden, das er gebraucht hat während dem Heilungsprozess, um zu genesen. Und er kann ankommen da, wo er ankommen möchte, wo er sich wohlfühlt und wo du dich am Ende auch wohlfühlen wirst. Frauen, die ich anspreche, die du seit 10, 20, 30 Jahren essgestört bist, du hast so viel Therapieerfahrung, du hast schon so viel an und mit dir gearbeitet, du warst in Kliniken, du weißt alles, was du wissen musst. Und alles, was du jetzt noch tun musst, ist, deinen Hunger loszulassen. Du musst körperlich heilen, um auch psychisch heilen zu können. Das ist essentiell. Dein Körper kann erst genesen, wenn du genug isst, wenn du satt bist, wenn dein Körper nicht mehr hungert. Dann verändern sich auch die Hirnstrukturen. Dann denkst du auch nicht mehr den ganzen Tag ans Essen. Du denkst nur noch ans Essen, wenn du wirklich Hunger hast. Das ist der mentale Hunger. Du denkst ans Essen, du hast Hunger. All das, all diese Prozesse finden erst statt, wenn du losgelassen hast, wenn du wirklich immer dann isst, wenn du Hunger hast. Und damit meine ich auch den mentalen Hunger. Dazu gibt es auch Blogbeiträge und ein Video, glaube ich, auch von mir. Hab keine Angst. Alles, was du tun musst, ist loslassen und zwar voll und ganz. Und den Extremhunger, der kommt, wenn du in der Recovery bist, wenn du loslässt, wenn du anfängst zu essen, ihn zulassen und ihm mit Freude zu begegnen, weil du weißt, dass er dich heilen wird. Er wird dich heilen, er wird dich gesund machen. Und lass das restriktive Denken los. Ich bin mir sicher, dass du das schaffen wirst. Und ich bin mir sicher, dass es das Allerschwerste sein wird, was du je in deinem Leben getan hast. So ist das. Es ist so. Akzeptiere es. Eine Essstörung nach so vielen Jahren zu bekämpfen, und ich meine wirklich zu bekämpfen, heißt zu sterben, heißt ein völlig neuer Mensch zu werden, heißt aus dieser alten schwarzen Hülle zu kriechen und in bunten Farben zu erstrahlen. Aber um da rauszukommen, aus diesem alten Ich, heißt es dieser unfassbaren, grenzenlosen Angst zu begegnen, der Angst fett zu werden, der Angst in eine neue Essstörung hineinzurutschen, der Angst nicht mehr geliebt zu werden, der Angst nicht genug zu sein, es nicht gut genug zu machen, alles perfekt machen zu wollen. Hört auf, euch über alles so viele Gedanken zu machen. Esst. Esst und heißt diesen Hunger willkommen. Sagt ihm, danke, dass du da bist. Danke, dass du dich mir zeigst. Danke, dass du gesund werden möchtest, Körper. Ich gebe dir jetzt das, was du brauchst. Dafür musst du essen. Das ist leider, leider, leider in ganz, ganz vielen Köpfen noch nicht angekommen. Und genauso ging es mir. Ich dachte, ich muss ganz viel an mir arbeiten. Ich muss noch eine Therapie machen und noch eine Therapie machen. Ich muss Traumata bewältigen. Ich muss hart an mir arbeiten. Aber die Wahrheit war, als ich angefangen hatte zu essen, war all das gar nicht mehr wichtig, weil
Die Gedanken ums Essen, die Gedanken ums Gewicht, die Gedanken um den Körper, all das ging ganz von alleine dadurch, dass ich satt war. Dadurch, dass ich durch jeden neuen Tag, an dem ich gegessen habe, immer mehr Vertrauen in meinen Körper gefunden hatte und ja, einen kompletten Shift hatte in meinem Denken. Es ging nicht mehr um, wie viel darf ich essen, um Kalorien, um die Zahl auf der Waage, um wie die Hose passt, wie sie sitzt. Darum ging es nicht mehr. Es ging überhaupt nicht mehr um die Essstörung, einfach nur, weil ich gegessen habe. Und das ist super, super, super wichtig. Und habt keine Angst davor, in eine Binge-Eating-Essstörung zu rutschen. Ihr seid therapiert. Ihr seid soweit. Und solange ihr zulasst, dass der Körper heilt, wenn er genug zu essen bekommt, genug Nährstoffe bekommt, genug Energie bekommt. Und es kann sehr, 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 sehr gut sein, dass diese Energie in der Anfangsphase nur aus schneller Energie, aus Kohlenhydraten, Fett und Zucker besteht, dann ist das so. Dann ist es genau das, was euer Körper nach all der langen Zeit braucht. Und dann lasst es zu. Und dann werdet ihr nicht in eine Binge-Eating-Essstörung rutschen. Solange du dir erlaubst zu essen und die vollumfängliche Erlaubnis zu essen gibst, ist alles in Ordnung. Das ist alles, was du tun musst. Mehr musst du nicht tun. Es ist so einfach. Und auch wenn es sich so schwer anfühlt, es ist so einfach. Und ich vertraue dir total, dass du das schaffst. Ich bin leicht abgelenkt. Wir haben hier eine totale Mückenplage. Aber so ist es. Und seid mir nicht böse, dass die Videos, die ich mache, so ultra unprofessionell sind. Aber es ist mir Wumpe. Ich möchte euch einfach nur Inhalte bieten und jetzt hier kein Model-Contest mit Schnitttechnik und keine Ahnung, super Bildern bieten. Das kann ich nicht, das kann ich nicht leisten. Ich mache das hier nur nebenher. Aber ich hoffe, ich helfe euch trotzdem und ich hoffe, ihr guckt euch trotzdem dadurch die Videos an und seid nicht abgeschreckt und auch wenn hier die ganze Zeit Mücken rumfliegen. Ihr seid so viel stärker, als ihr glaubt und ich weiß, dass ihr genesen könnt. Ich bin mir da ganz, ganz sicher, weil ich es selbst geschafft habe. Und weil ich genauso bin wie ihr. Ich bin kein Stück anders. Ich bin nicht stärker, nicht selbstbewusster. Ich bin genauso wie ihr. Und alles, was ich getan habe, ich habe losgelassen. Ich habe gegessen. Und das schafft ihr auch. Also, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Und schaut euch meinen Blog an, ina-freiheit.de. Da findet ihr auch noch ganz, ganz, ganz viel Input zur Recovery und Mut und Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe. Also, alles, alles Liebe euch.